So, ich bin jetzt Musikhaus Knopf, zweites Video. Kai Brill ist der Ansprechpartner. Kai, was machst du hier? Ja, ich bin hier für die Gitarrenabteilung zuständig und wenn ihr irgendwelche Probleme oder Fragen mit eurem Equipment habt, dann könnt ihr gerne zu mir kommen und ich werde euch da mit meiner mittlerweile etwas langjährigeren Erfahrung gerne zur Seite stehen. Was heißt Erfahrung? Wo kommt ihr her? Ja, ich habe hier mittlerweile vor über 10 Jahren meine Ausbildung begonnen und habe dann später in verschiedenen anderen Musikgeschäften noch gearbeitet und war dann im Endeffekt jetzt nochmal hier zu meinem Ausbildungsbetrieb zurückgekehrt, weil sie letztes Jahr eine neue Gitarrenabteilung eröffnet haben. Okay. Was ist denn die Spezialität bei Knopf? Warum soll ich hier eine Gitarre kaufen? Ja, das ist ganz einfach, weil ich hier jedem versuche, zumindest mal sein individuelles Instrument zur Verfügung zu stellen oder zumindest mal so weit zu helfen, dass er irgendwann mal weiß, was er braucht. Weil das ist natürlich ein ganz großer Punkt, dass Kunden nicht immer genau wissen, was sie brauchen. Das ist aber kein Problem. Wir versuchen das natürlich dann dementsprechend mit dem Kunden rauszufinden. Und im Endeffekt soll der Kunde dann mit dem Instrument hier rausgehen, was er sich vorgestellt hat und wo er dann auch wirklich lange Jahre glücklich damit sein kann. Okay, das heißt, du guckst dir die Kunden an, sagst hier, komm, das ist erstmal die beste Gitarre für dich. Ich begrüße die Kunden erstmal und dann... Echt? Ja, ich versuch's zumindest. Und dann wird das Ganze halt in ein paar Gesprächen halt versucht rauszufinden, was der Kunde machen möchte mit der Gitarre. Das ist ganz wichtig, weil wenn man zum Beispiel... am Lagerfeuer spielen will, dann ist halt sowas hier relativ uninteressant, weil das ist eine E-Gitarre und keine akustische Gitarre, da fängt es dann schon mal an und dann muss man halt noch ein bisschen weiter nachforschen, was er halt sich da vorgestellt hat, welche Qualitäten das Instrument haben soll, welche Klangrichtung das Ganze halt mit sich bringen soll und dann muss man halt so Schritt für Schritt das Ganze halt rausfiltern und irgendwann ist man dann an dem Punkt, wo man sagt, okay, pass auf, die Instrumente, die passen für dich und dann kann man das Ganze mal anspielen und wenn der Kunde dann noch sagt, die klingt gut, da lässt sich das Ganze gut drauf spielen. Da hat man super. Da im Endeffekt genau das gefunden, was man sucht. Wie viele Kunden haben denn schon die erste Gitarre, die zweite Gitarre, die dritte Gitarre? Kann man die auch tauschen hier bei euch? Man kann grundlegend natürlich jetzt, wenn man mit einem Einsteigerinstrument beginnt, kann man natürlich auch dann, wenn man mal ein Jahr, zwei dabei ist, das Ganze auch nochmal in Zahlung geben, wenn man ein besseres Instrument haben möchte oder was mittlerweile bei uns ein sehr, sehr gern genommenes Mittel ist, um auch von Anfang an mit einem guten Instrument einzusteigen. Das ist einfach unsere Miete. Das heißt, man kann halt hier bei uns fast jedes Instrument auch mal für das heißt auch 6 Monate, diese tolle Fender Stratocaster kann man auch mieten für einen relativ kleinen Betrag. Das wären jetzt bei dem Modell hier so um die 25 € im Monat. Mindestlaufzeit bei den Mieten sind immer 6 Monate und dann kann man halt nach den 6 Monaten entscheiden, ob genau das Instrument auch wirklich das ist, was zu mir passt. Sollte das dann so sein, dass es nicht das Instrument war, kann man das Instrument dann gerne nochmal zurückgeben. Sucht sich dann ein anderes Instrument aus, kann das im Endeffekt auch nochmal mieten oder man kann es natürlich auch gerne kaufen, wenn man dann feststellt, okay, die 6 Monate, die waren der absolute Hammer mit dem Instrument. Ich will es haben. Ich will es haben, ich nehme das Teil jetzt. Oder halt ein anderes mieten. Genau, oder ein anderes mieten. Das ist halt dann so der Punkt, wo man halt auch mit kleinen Schritten sich an sein perfektes Instrument ranarbeiten kann, weil das ist natürlich auch für einen Einsteiger oder für einen Anfänger nicht immer einfach von Anfang an zu wissen, was man braucht. Wenn jetzt jemand schon 10 Jahre spielt, ist es natürlich deutlich einfacher, aber wenn jetzt jemand anfängt und er sagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt nur 300 € ausgeben möchte oder halt dann doch lieber hier schon was qualitativ Besseres eigentlich haben möchte. Aber dann kaufe ich das und habe es nachher zu Hause. Stehen ist natürlich auch nicht so der richtige Punkt. Aber wir versuchen halt mit diesem Weg jedem zu seinem Instrument halt zu verhelfen. Ich gucke auf die Uhr, 3 Minuten sind um, müssen uns jetzt kurz halten. Ja. Wo finden wir euch? Ja, ihr findet uns natürlich in der Saarbrücker Innenstadt, Futterstraße 4. Einmal der Eingang direkt in der Futterstraße oder auch, wir haben natürlich noch einen anderen Eingang in der Rothenhofstraße, falls das jemand nicht bekannt ist. Wo ihr praktisch direkt seid. Ganz genau, wo die Gitarrenabteilung auch direkt zu Fuß oder auch mit dem Auto erreichbar ist. Parken? Parken kann man grundlegend immer direkt hier 50 Meter von hier entfernt im Parkhaus, was in erster Punkt oder beziehungsweise in erster Linie viele abschrecken würde, aber wenn er bei uns was kauft und dann können wir über die Parkgebühren auch gerne mal reden. Und falsch parken kostet, glaube ich, nur 5 oder 10 € im Verbrücken. Alles klar, Kai, danke für die Vorstellung. Ja, gerne. Ich hoffe, ich sehe euch demnächst.